Erstmal zur Frage, die da unten steht. Das ist meine eigene Frage. Weil ich glaube, das ist eine Frage, die ihr euch stellen müsstet, wenn ihr schon seht, dass ich so viel Lego-Content mache. Ich möchte diese Frage gerne mit einer Gegenfrage beantworten. Warum bespielt ihr eure Sachen nicht einfach? Ich meine, euer Spielzeug. Spielzeug ist doch zum Bespielen da, oder nicht? Ich meine, das ist jetzt das. Nicht das neueste, aber vielleicht das aktuellste Technikmodell und es ist halt eben nicht so gefedert, sondern nur so, aber so wie der Jeep Wrangler, aber im Gegensatz zum Jeep Wrangler, den ich immer noch nicht aufgebaut habe, ich habe nur ausgeschlachtet für den Mercedes-Traktor in Klassifizierungsgröße und für den Mercedes-Traktor in John Deere-Größe und ich habe auch die Anleitung dafür verwendet, weil das einfach geile Technikmodelle waren. Also der John Deere an sich, also die Bautechnik von John Deere gefällt mir auch sehr und das ist jetzt nicht so besonders, ich weiß, aber dafür, dass ein Hänger mit dabei ist. In 2022 ein Traktor mit Hänger. Das ist nicht selbstverständlich. Weil Corona und Spaß haben und Leben und so weiter, das passt einfach nicht zusammen. Corona ist zum Sterben da und nicht zum Leben. Das müsst ihr wissen. Weil es sagt euch ja sonst keiner. Und wir sollen Angst haben und in Panik verfallen. Zum Beispiel dieser Joey von Jesus ist der Weg, der hat gemeint, ja, der bis zum 1.10., also bis zum 1. Oktober soll irgendwie angeblich der Papst irgendwie aufgetragen haben oder wie er das nennt, keine Ahnung, dass alles Geld weltweit in Rom, da im Vatikan halt eben sichergestellt werden soll oder bis dann soll da alles Geld sein, weil danach ein Kollaps kommt und dann in Rom ist es oder beim Papst da ist das Geld sicher und hat der Joey von Jesus ist der Weg so gesagt? Ich glaube, da steckt was anderes hinter. Aber, naja, der Joey hat auch keine Ahnung davon. Ich verlinke es euch in die Videobeschreibung. Und, das wird dann der erste Link. Ich schreibe euch noch das Video, also so, einfach den Channelnamen schreibe ich euch dahin, weil der Rest, das ist, wird uns zu lang und zu viel. Und, vor allem das größte Problem dabei wäre erstmal, das soll ein Technikmodell sein, angeblich. Dieses, wonach ich das Video benannt habe. Das ist aber kein Technikmodell. Das ist das älteste Technikmodell, was das kam ja letztes Jahr raus. Das kam dieses Jahr raus und das ist auch ein Technikmodell, weil. Ich habe jetzt mal, erstmal hat das Ding doppeltes Differential. Das hat er auch, ich weiß, ich habe die Liftachse auch hinten runtergelassen. Könnt ihr das sehen? Das sieht so aus, wie als würde es gleich runterfallen. Weil halt eben genau da die Tischkante ist. Aber das Eck habe ich genau zwischen die Räder von der Liftachse geschoben. So dass er eben da ein bisschen angeklemmt ist und ich halt eben so besser mein Titelbild machen kann und ich auch mehr Platz habe. Also da passiert jetzt überhaupt nichts, wenn ich da hinten drücke. Das biegt sich erst durch, bevor. Also es biegt sich nicht durch, aber es biegt sich, wollte ich sagen, eigentlich, bevor es mit Kippen anfängt. Ich muss da echt Kraft aufwenden und. Ich drück nur von oben drauf, ne? Es passiert gleich was. Ich mach's mal. Also ich drück wirklich nur von oben runter, ja? Und ich halte es nicht seitlich fest. Ich drück wirklich nur von oben runter. Das ist es. Und also ich drück wirklich nur von oben runter und dann lasse ich wieder los, dann zack, weil der Schwer. Vielleicht ist hier Schwerpunkt, aber. Irgendwie fällt es immer nach unten runter. Liegt vielleicht daran, weil dadurch, dass ich die Kante zwischen die Räder von der Liftachse eingeklemmt habe,
ist das Gewicht so verteilt, dass das Gewicht davon mehr vorne ist. Und was ein Technikmodell meiner Meinung nach haben muss, ist mitlaufender Motor. Wenigstens sowas Billiges hätten die doch bringen müssen. Kann man jetzt gerade nicht so gut sehen, ne? Ich drehe es mal ein bisschen rum und fahre mal ein bisschen. Kann man das sehen? So ein bisschen, ne? Ich kann es euch aber auch einfach ein bisschen näher halten. Wenigstens sowas hätte das angeblich beste Technikmodell aller Zeiten haben müssen. Nicht mehr das hat's. Aber ich muss es ein bisschen führen, weil es halt eben mit so großen L-Lift-Armen halt eben irgendwie nur fixiert ist. Und das, was das angeblich so beste Technikmodell kann, kann der auch. Ja, das Einzige, was er nicht kann, ist seine Kabine nach vorne, also nach oben befördern, und er kann auch nicht komplett rumdrehen. Also er kann drehen, der hat einen Turntable, so einen großen Technik, aber hat auch einen kleinen Technik. Nein, der hat kleinen Technik-Turntable. Einfach nur, damit er wackeln kann. Oder? Ja, schon, aber da hinten sind die Mini-Technik-Table eingebaut. Turntable eingebaut, meine ich. Technik ja auch. Der John Deere, den habe ich euch ja mal. Ich glaube, ich lege mal eine ganze John Deere Playlist an. Oder ihr schaut euch einfach selber an. Also, ich verlinke euch jetzt zweites Mal eine ganze John Deere Playlist. Die muss ich auch erstmal erstellen. Genauso wie die Tumblr Playlist. Die musste ich in diesem Video auch extra erstellen. Und noch was anderes musste ich erstellen. Aber ich weiß nicht mehr genau was. Aber ich denke mir so, warum auch nicht ein bisschen Ordnung schaffen? Also ja, was ist Ordnung? Ordner anlegen, ist wirklich nur das Ordnung schaffen, ja? Ja, schon, aber wenn in diesen Ordner wirklich nur dieses eine Thema reinkommt, nur diese eine Kategorie, dann ist es Ordnung. Wenn einfach Sachen reinkommen, dann ist es nur Platz schaffen, also da ist es Aufräumen, aber nicht Ordnen. Einen Ordner kommt nur ein Thema rein. Oder was gerade benötigt wird aktuell. Also irgendeine feste Sache, die es zu befolgen gilt, ja. Und wenn in einem Ordner nur einfach nur irgendwelche Sachen reinkommen, so viel, bis der Ordner endlich voll ist, dann ist es Aufräumen und keine Ordnung mehr. Also, das ist ein Unterschied, ne? Einfach nur mal so. Ich meine, klar können die beide lenken. Der lenkt genauso direkt wie dieser Umschlagbagger. Und der ist auch sehr wackelig. Aber es ist ein Quad. Natürlich gab es ja damals noch diesen hier. Der federt auch. Darum lasse ich ihn auch extra plumpsen. Weil das einfach nur geil ist, zuzuschauen, wie der rumbounced. Und da ist die Lenkung viel stabiler, aber ich glaube, es ist auch eine etwas andere Lenkung. Jetzt ist gerade auf dem Kastenzettel von Lego drauf. Muss ich mal. Brauche ich den überhaupt noch? Ich muss mir mal anschauen, ob ich den überhaupt brauche. Vielleicht. Oder auch nicht. Da ist die Lenkung stabiler. Da wackelt die nicht so. Und wenn ich daran lenke, dann. Ja, das ist auch mit zwei dünnen um die Ecke Liftarmen geregelt. Weil. Das hätte man auch viel stabiler regeln können, ich weiß. Also, es gibt ja so diese. Wie heißt denn das? Ich zeig's mal da. Da wär's nicht, nein. Da ist es. Es gibt ja diese Konnektoren, mit denen ich die Löcher gestopft habe. Ich nehme mal so einen Kotflügel ab. Dann kann ich sie euch besser zeigen. Diese Konnektoren, könnt ihr die jetzt besser sehen? Diese Konnektoren. Nein, da ist ja ein Rundloch. Da müsste aber ein Kreuzloch drin sein.
Alles klar, vergesst, was ich gesagt habe. Ich habe nichts gesagt, alles klar. Weil das war falsch. Ich habe mich getäuscht. Weil ich dachte, das. Aber nein, ist doch nicht so. Ja. Vielleicht ist es ja doch die beste Lösung, das so wobblig zu machen. Aber. Naja. Der kann es, der eben nicht, weil er. Der kann nur wackeln. Der kann auch wackeln. Der kann wunderbar wackeln. Der kann ganz toll wackeln. Von einer Seite zur anderen. Aber nicht so starr und so stabil und stoppel wie der da. Dafür kann er halt eben wirklich flexibel federn. Das kann der dagegen nicht so. Und was der nicht hat, ist eine Gangschaltung. Der hier hatte Gangschaltung. Jetzt habe ich keinen Platz mehr. Ich muss den jetzt wieder zurückstellen. Draußen regnet es, ich bin drin. So gesehen passt es ja. Ich wobble jetzt mal ein bisschen damit rum. Ist es überhaupt die richtige Seite? Ja, ich glaube, ja, ist es. Ich wobble mal ein bisschen. Wobble, wobble, wobble. Wobble, wobble, wobble. Ja, der Wendekreis davon ist riesig, gigantisch. Ich weiß, aber ist doch egal. Es hat eine Lenkung und es reicht doch total aus für ein Quad. Also finde ich, das ist jetzt meine Meinung. Ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Es soll so ein Waldquad sein. Ich habe jetzt die passenden Reifen für so einen Quad, aber einfach nur. Diese Nostalgie zwingt mich dazu, die Reifen aufzuziehen. Einfach nur, weil es gerade so gleiche Quads waren. Ist da überhaupt oder ist es jetzt doch die falsche Seite? Da müsste doch unten irgendwo so ein Hebel sein, ne? Ja, da. Ich habe mir jetzt mal auf 2 geschalten. Das ist diese Übersetzung, die wir von allen Lego-Technik-Modellen kennen, wenn da ein mitlaufender Motor ist. Das ist die klassische 1 zu 1 Übersetzung. Es läuft halt ein bisschen langsamer. Aber ich kann ihn auch einfach ausschalten. Ich merke den Knubbel irgendwie nicht. Ach, ich muss richtig in die Wanne reinkrallen. Jetzt der Motor aus. Stellen wir nochmal zum Vergleich zurück, weil ich glaube, auf diesem kurzen Weg kann man es nicht so gut sehen, vor allem wenn ich so rumwackel damit. Das ist die klassische techniktypische 1 zu 1 Übersetzung, die wir von Lego kennen. Das ist 2. Und stelle ich es mir in die Mitte. Jetzt steht's. Da passiert gar nichts mehr. Jetzt stelle ich mal auf 1 vor. Jetzt drehe ich nur einmal dran. Jetzt stehe ich wieder nach hinten. Jetzt drehe ich zweimal dran. Habe ich gerade was falsch gemacht? Nö. Oder? Nö. Alles gut. Was auch immer gerade war, ich weiß es nicht. Passt also alles. Und das finde ich ist echt Technik. Vor allem mit doppeltem Differential auch noch übersetzt, finde ich schon echt. Sehr stark und vor allem die Seilwinde. Diese da, ich kann die noch weiter rausziehen. Und wieder reindrehen. Ah, ich muss, glaube ich. Nein, warte mal. Ach so, muss ich das. Weil wenn ich die Bremse gelöst habe, dann kann ich das auch in die andere Richtung drehen. Nur was dann passiert, weiß ich nicht. Ich probiere es jetzt mal aus. Ich kann es also auch runterkurbeln. Jetzt lasse ich die Bremse wieder los und drehe hoch, also in die andere Richtung. Jetzt wieder oben. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass es ein bisschen runterhängt und damit es baumeln kann. Einfach nur für die Optik, aber ich finde es immer geiler, wenn es ein bisschen eingezogen ist. Ich kann mich auch genauso gut darin. Entschuldigung.
Ich kenne mich auch genauso gut darin. Vielleicht habe ich auch Geschmackswirrung oder so. Vielleicht habe ich ja keine Ahnung davon, was gut aussieht. Kann ja sein, aber für mich ist es halt eben so. Ich habe es lieber, wenn es dann komplett weg ist. Das kann man auch einfach, wenn wir uns da mal, wenn wir da mal in den Motorraum reinschauen, dann. Ich nehme jetzt einfach mal einen Teiletrenner von Mega. Oder geht's auch? Das geht auch so. Und schauen wir uns mal den Motor davon an. Das ist die Seilwinde. Da ist kein Motor drin. Der Motor ist unterm Sitz. Das ist etwas, was man wissen muss, weil da kommt man ja nicht drauf. Normalerweise ist der Motor entweder vorne oder hinten. Also hinter den Rücksitzen direkt. Bei beiden gerade nicht. Bei denen ist der Motor unterm Sitz, bei denen ist der Motor vorne. Egal. Also, wenn ich wirklich Interesse an so ein Flugzeug hätte und ich noch das Geld dafür hätte, oder wenigstens eins von beiden, dann hätte ich mir wie heißt das Ding nochmal, dieses gelbe Rettungshubschrauber da. Von, wie heißt die Marke nochmal? Ach, keine Ahnung, Boss, Mann oder irgendwie so. Es hat irgendeinen ganz komischen Namen. Ich hab's aber vergessen. Es interessiert mich aber auch überhaupt nicht. Ich habe so meine Technik-Highlights. Und ich bin froh, die zu haben, weil die einfach geil sind. Und jetzt glaube ich, kann man die seltenen Felgen auch besser verstehen, weil. Ja, ich habe es jetzt hier drauf gemacht. Eigentlich ist es gar nicht mal drauf. Eigentlich ist es ja nur die Jumperplatte. Kann man jetzt nicht sehen, weil. Wobei. Nein, das war da hinten. So, jetzt. Und was für eine coole Übersetzung das Ding noch hat. Das ist auf ewig übersetzt, aber das kennen wir doch von diesen Langhaubern, dass es so ist immer. Und dieses auf ewig gestellte Lenkverhalten, Einschlagsverhalten von Rädern, das erinnert mich immer an daran, wie schön die Modelle aussehen. Und da kriege ich immer gute Laune, wenn ich so Eselsbrücken bauen kann oder so. Und darum habe ich auch da noch ein bisschen mehr hingemacht und da, damit es einfach noch ein bisschen besser und stimmiger aussieht. Dass da so Grillsachen sein müssen, da. Und das Blaue, warum? Ach so, das ist ja auch blau, stimmt genau. Aber das, ja, also, aber darum muss es vor allem Flat Silver sein? Und warum vor allem? Ist mir egal, auf alle Fälle. Ja. Also es gibt schon so viele Technikmodelle und der rote Umschlagbagger ist kein Technikmodell. Das ist Schrott und ja, ist ein Schrottgreifer, aber das ganze Ding ist ja selber Schrott. Und das ist eine wahnsinnige, übertriebenste Lego-Abzocke. Das ist etwas, das kann rabattiert werden. Selbst wenn es mir jemand schenkt, ich würde es gar nicht erst annehmen, weil ich hasse dieses Ding. Das ist so peinlich und schlimm gedesignt und so schlecht gebaut, das ist unglaublich. Natürlich gibt es so Lego-Fans wie dieser oder so ein Schwerverliebter wie dieser Luca von Brickebreck. Der hatte einfach keine Ahnung von Lego. Ich meine, der hat ja selber so gute Sachen. Er kann die auch vergleichen, weil er hat die ja alle bei sich. Nur er vergleicht die nicht. Obwohl er die ganze Zeit rumstehen hat. Jedes Mal, wenn er ein Video dreht, müsste er doch eigentlich an seine Lego-Sachen vorbeigehen, vorbeischauen und die sehen und die zwangsläufig nebenbei vergleichen.
oder nicht? Wie dreht er seine Videos überhaupt? Wenn er sagt, der Umschlagbagger ist das beste Technikmodell aller Zeiten. Was hat er eigentlich für Drogen genommen, um so eine Scheiße labern zu können? Das gibt's ja nicht. Was hat der denn für eine Macke? Das ist ja unglaublich. Und oder dieser Christian von wie heißt es noch einmal? Dingsbums da, Promobricks, ja. Der meint ja auch, das ist das beste Legos-Technik-Set aller Zeiten, weil es ist wirklich Technik, weil man die Kabine hochfahren kann. Warum kann man eine Kabine hochfahren und wofür wird sowas gebraucht, wenn man es besser sehen kann? Muss ich sehen können, was für einen Schrott ich greife? Oder kann ich nicht einfach reingreifen, weil. Könnte es nicht auch genauso gut egal sein? Ich verstehe diese Pinglichkeit nicht. Ich habe jetzt meine Technik-Highlights, also das sind richtig Technikmodelle und das ist Technik. Ja, das ist halbe Technik, sagen wir es mal so, aber ich weiß nicht, ob Lego die B-Modelle weggespart haben, weil die dafür halt eben bessere Konstruktionen und diese vielen Technikrahmen, die da überall drin verbaut sind, die und diese ganzen Panels da, die ja auch sowas ähnliches sind wie Technikrahmen. Wenn ich den umdrehe, dann kann man Technikrahmen besser sehen. Kann man überhaupt sehen? Oder soll ich es auf die andere Seite stellen? Ich stelle ihn jetzt mal wieder weg, weil da habe ich mehr Platz. Ich wobble ihn mal wieder ein bisschen. Ja, jetzt kann man es besser sehen, ne? Technikrahmen. Oder soll ich ihn lieber wobble, 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 wobble. Bessere Belichtung jetzt, oder? Und ja. Also. So viel erstmal dazu. Als doch, ich habe die 1 zu 1 Übersetzung drin. Das ist ja der zweite Gang in diesem Fall. Und ja, es gibt Sachen, die kann man einfach nicht verstehen. Zum Beispiel, warum auf dem Karton da hinten noch ein zweiter schwarzer Technik-Pin, ich meine Axt-Pin drin ist. Und in echt wird ein roter verbaut. Weil ein Schwarzer hätte es doch auch getan, sehe ich gerade. Wir können es ja mal ausprobieren, ob das überhaupt wirklich möglich wäre, einfach nur den Spaß zu haben. Ja, das ist klar, ne? Das ist, ich schätze mal mehr zu mir, damit ich, weil ich lieg gleich auf dem Tisch drauf und. Jetzt kann man es doch besser sehen. Ich habe es mir wieder zu gut gemeint. Tu mir erstmal das Beiwerk raus. Eins, zwei, drei, vier. Das ist alles Beiwerk. Das habe ich gebaut. Und das auch. Und den habe ich nur gebaut, um das mit dem beigelieferten Zeug zu vergleichen. Und da habe ich es doch ein bisschen perfektioniert. Also nicht das aktuelle, sondern das nächste Version, das was ich da zugebaut habe. Und das kann man doch irgendwie abnehmen, oder? Müsste doch rein theoretisch möglich sein. Oder passiert sonst was Schlimmes? Ich versuche es mal abzunehmen. Müsste rein theoretisch möglich sein. Ist es auch. Ich tausche mir die zwei Pins um. Diese zwei tausche ich jetzt mal um. Weil ich will wissen, warum Lego sich so entschieden haben. Den muss ich so nach außen. Den nach innen. Wie habe ich den gesetzt? So glaube ich, ne? Ach so, ja, genau, stimmt so.
wäre es vielleicht eine gute Idee, den erstmal zu fixieren, damit ich so eine Art Hebel habe. Mal hinten so. Ach so. Also da will schwarze Achsbind auch reinpassen. Aber der rote Achsbind passt da hinten nicht rein. Der geht nur vorne, weil durchs Panel einmal durch und dann in das Panel rein. Und hinten erst durch dieses Kreuzloch, dann durch dieses Kreuzloch und dann nur in dieses Panel, was auch ein Grundloch hat. Also umtauschen geht schon mal nicht, aber wir sehen ein zweiter schwarzer Achsbim. Wäre drin gewesen. Nur Lego haben sich dagegen entschieden, weil einfach so, ohne Grund. Es gibt keinen Grund, keinen schwarzen Achsbim einzubauen, weil ich sag dir mal, die Dinger passen überall rein, die kann man überall rein verbauen, weil die einfach immer passen, die passen immer. Wie rum habe ich es nochmal verbaut? Habe ich den Schlitz nach senkrecht oder quer verbaut? Da habe ich ihn auch quer verbaut, oder? Oder war es mir da egal? Also da sehe ich so, wenn ich die Wand doch mal löst. Wie habe ich es da gemacht? Da habe ich den Schlitz so quer gebaut und vorne klar habe ich den so senkrecht gebaut, weil ich dachte, es passt am besten so. Und das ist so cool. Das ist total modulares Zeug. Das ist jetzt kein modulares Gebäude, aber es ist ein modulares Fahrzeug. Also, weil Lego Modular Building, das ist etwas, worauf Profi halt immer so abfährt. Er ist echt heiß drauf, auf modular zusammen kombinierbare, zusammensteckbare Häuser. Warum auch immer, ich verstehe nicht. Zum Beispiel verstehe ich auch nicht, warum da weiße Lichter sein müssen und da, oder? Ja genau, da sind die wieder blau. Und da, ach keine Ahnung, wie auch immer. Und klar sind die Pins dran schuld, aber die hätten aber auch hellgraue reinmachen können. Ist aber nicht, jo. Und da sind so weiße 1x1 Platten drinnen. Ich weiß nicht warum. Ich weiß doch nicht, warum es da so buntig sein muss. Ich meine, klar ist das ganze Fahrzeug bunt und zieht sich alles durch. Aber da oben ist kein Rot zu sehen. Doch da. Oder gehört das Rote mit dazu? Ich weiß es nicht. Ich kenne mich damit aber auch so überhaupt nicht aus. Zum Beispiel, da ist auch viel Rot verbaut. Viele rote 1-Konnektoren. Da steht 1 drauf. Darum nenne ich die auch immer so. Nicht, weil ich finde, dass da ein so ein, keine Ahnung was, ein Kreuzloch, also eine Achsaufnahme und ein Kreuzloch, ich meine Rundloch drin ist. Jeweils nur eins, nein, ich nenne die nur so, weil da eins drauf steht. Kann man es überhaupt von der Seite sehen? Nein. Von dieser Seite kann man es sehen. Da steht eine 1 drauf. Darum nenne ich die auch immer 1-Konnektoren, weil da eine 1 draufsteht. Ganz einfach. Und ich leite das Holz mal wieder auf. Das finde ich so cool einfach nur. Es geht mal einfach so. Ich schaue jetzt mal nicht, wie rum es am besten passt. Ich hau's einfach irgendwie rein. Und weil ich will weiterkommen hier im Video jetzt, weil das Video wird jetzt schon wieder so lang. Und ich will nicht, dass es noch länger wird. Aber zum Schluss noch.
Ah, meine Eier, da ist mir gerade eins rausgefallen. Das ist das Set vom Hühnerstall, 10 € Ding da. Wisst ihr noch, ne? Haben die überhaupt reingepasst? Soll ich die reinstellen oder kann ich die auch reinlegen oder ist es egal? Ich muss mal ausprobieren, weil mir ist der Hühnerstall vorhin umgekippt. Und jetzt noch ein zweites Mal. Ich sag ja immer, es ist egal, was für ein Creator. Sei es Creator, Expert. Nein, wo ist mein Finger da? Oder Creator 3 in 1? Oder Creator? Ich meine, so natürlich, ne? Aber das Gelbe, das Bad Orange, egal, lass mal. Das ist nur Creator. Creator ist, denke ich mal, wenn man, ist, glaube ich, wenn man so eine Technik-Chassis mal baut oder so Technik-Blick-Chassis und mit Systemstein umkleidet. Ich glaube, das ist der Sinn hinter Creator. Ich weiß es nicht. Ich glaub's nur, aber ich bin mir da überhaupt nicht sicher, weil bei City ist es ja zurzeit auch sehr technisch und ich glaube, da ist mehr Technik verbaut als bei diesen Sachen hier. Und also schätze ich jetzt mal einfach so, ohne überhaupt das Ganze wirklich ausgewertet zu haben und nachgezählt zu haben und so weiter. Aber da ist schon echt verdammt viel Technik drinnen. Oder auch in dieses 20-Euro-Traktor da, dieser rote da mit ein bisschen. Mit diesen weißen Rädern und ja, der nur mit Friction und Rasterscharnier arbeitet und dadurch hält es auch so gut. Also anstelle von diesen roten Achspins hat er die dunkelgrauen Achspins. Sind die gleichen, nur die dunkelgrauen Achspins sind neueren, die glitzern auch noch so geil. Und ja, das mit diesen weiteren Videos. Ich mache jetzt erstmal eine Videopause, weil ich habe zurzeit nichts weiteres mehr groß. Und ich, jo, schon noch irgendwie mit den Sachen klarzukommen, die ich habe. Und es kommt auch bald wieder Food Content. Da hat mal einer von euch geschrieben, mach mal mehr Food Content. Nein, ein Blödsinn. Wie war der Kommentar? Genau so war der. Mach mal wieder Village Mac. Ja, mache ich. So ab Sep nein, nächste Woche, die Tage mache ich wieder was. Montag, Dienstag, Mittwoch, ich muss mal schauen. Dann mache ich auf alle Fälle wieder weiter. Oder Donnerstag. Muss mal schauen, wie wieder Geld kommt und dann, ja. Aber erstmal muss ich halt mit dem klarkommen, was ich habe, weil ich habe gar nichts mehr. Ich habe noch für dreimal Frühstück was. Seit kurzem haben 28% Akku habe ich nur noch. Ah, ich habe auch schon sehr lange aufgenommen jetzt. 33 Minuten, na klar. Ich soll auch wieder ein paar Fragen beantworten. Das mache ich dann auch noch. Ich mache mir mal Gedanken drum, weil ich kann nicht mit jedem Kommentar was anfangen. Ist einfach so. Ich kann nicht auf jeden Kommentar eingehen, weil entweder ich kann damit nichts anfangen, also ich verstehe es nicht, oder ich verstehe es und ich kann da nicht drauf reagieren, weil ich gerade nichts für habe. Oder ich lasse es weg, weil es mir schaden soll. Und wenn ich es erkenne, dann lasse ich es extra weg. Nur wenn es so Drohungen ist, wie zum Beispiel, wie kannst du nur? Da habe ich gelernt, da muss ich vorsichtig sein, weil es kann schnell übergriffig werden. Und das finde ich überhaupt nicht in Ordnung, wenn Menschen sowas machen. Weil sowas geht überhaupt nicht klar. Auf alle Fälle mache ich erstmal ein paar Tage Videopause. Und dann mache ich wieder ein bisschen mit Food Content weiter. Mit Food Content muss ich sowieso weitermachen, weil Spielzeug habe ich jetzt erstmal nichts Neues. Und zum Vergleichen, da muss ich mir erstmal wieder was. Aber wir machen erstmal mit Food Content weiter. Ich habe schon so viel gefunden. Ich freue mich schon drauf. Bis dahin mache ich erstmal Videopause und dann, wenn ich wieder Geld habe, dann mache ich Food Content. Dann haben wir eine schöne Zeit miteinander. Bis dann.